Es ist Montagmorgen, 7:30 und ich bin am Bahnhof in Wendtjen. Ich wäre jetzt hier eine Woche in Wendtjen und heute will ich dann wirklich nach Van Vieng, so wie ich es ja eigentlich vor einer Woche schon geplant hatte. Wie das Ganze vonstatten geht hier heute und wie die zweite Klasse aussieht in der Bahn hier in Laos, das zeige ich heute in diesem Video. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist und wissen willst, wie das Leben hier so aussieht in Laos und was hier eigentlich so abgeht, dann abonniere doch direkt mal meinen Kanal. Ich bin wie gesagt jetzt gerade am Bahnhof in Wendtjen und heute geht's nach Van Vieng. Da wollte ich ja eigentlich ursprünglich schon vor einer Woche hin, aber das hatte leider nicht so geklappt. Warum das nicht so geklappt hat, einfach mal in mein vorheriges Video schauen. Ich verlinke das auch direkt mal hier oben. Und ich habe jetzt schon ein Ticket, das habe ich mir beim Ticketschalter da hinten geholt. Ja, Tickets kann man hier momentan nur direkt am Schalter am Bahnhof kaufen. Es gibt hier keine Ticketautomaten und man kann auch noch keine Tickets online kaufen. Also man muss rechtzeitig hier ankommen, um sich ein Ticket zu holen. Also ich stand, glaube ich, etwa 20 Minuten in der Schlange. So 10 Leute waren vor mir dran. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Und naja, dann bekommt man halt auch sein Ticket. Ich habe jetzt ein Second-Class-Ticket nach Van Vieng. Ich bin gespannt, wie die aussieht, die zweite Klasse. Auf der Fahrt hierher habe ich ein First-Class-Ticket gehabt. Das war sehr komfortabel. Jetzt bin ich hier auf jeden Fall in der Schlange, um in die Eingangshalle reingelassen zu werden. So sieht das aus. Hier vorne findet jetzt noch der Hygiene-Check statt. Da muss man dann halt auch noch sein Ticket natürlich vorzeigen. Man muss sein Passport dabei haben und auch seine Vaccination Card. Ansonsten kommt man nicht rein. Also nicht in den Bahnhof und natürlich auch nicht in den Zug. So läuft es hier momentan. Wieso aussieht das ordentlich? Was ist los hier? Die Leute sind nach wie vor im Zug, im Reisefieber. Als nächstes kommt jetzt der Security Check. Hier kommt jetzt der Security Check. Quasi wie an einem Flughafen. Man muss einmal seine Tasche in den Scanner packen. Und dann da vorne wird man vielleicht nochmal ja, persönlich so abgecheckt. Ja, da ging jetzt gerade meine Nagelschere, meine Pinzette und meine Nagelfeile von Bord. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt eine Waffe ist im Vergleich zu den Sachen, die ich da gerade gesehen habe, wie ein Hammer und Messer und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ein bisschen blöd. Jetzt muss ich mir die Sachen neu kaufen. Weiß ich nicht. Das war nie ein Problem, egal wo ich gereist bin in der Welt, dass ich jetzt diese Sachen auf einer Zugfahrt irgendwie, ja, dass sie einkassiert werden. Schon abgefahren. Ja, irgendwie komme ich da nicht drauf klar, ey. Mit meiner Nagelschere und all das abgeben muss. Abgefahren, ey. Wie auch schon in Luang Prabang, die Eingangshalle ist riesig. Es gibt jede Menge Sitzmöglichkeiten. Aber ich glaube aktuell ja, darf hier sowieso keiner sitzen. Also die Leute werden reingelassen, um dann halt in den Zug gelassen zu werden. Oder halt nicht. Sind, glaube ich, irgendwelche Covid-Restriktionen. Ja, hier findet jetzt auch gerade das Boarding statt. Also auch hier wird jetzt noch
ein weiteres Mal das Ticket gecheckt und Ausweis und die Vaccination Card. Ja, ich bin jetzt auf der Plattform und ich bin im Wagen 7. Man sieht die Wagennummer immer hier oben digital angezeigt. Die erste Zahl ist die Wagennummer. Hier ist jetzt Nummer 5. Also hier dann Nummer 6. Und ganz am Ende dann Wagen Nummer 7. Jetzt aber nochmal ganz nach vorne gehen an Zug und nutze die Gelegenheit, um ein Selfie mit dem Zug zu machen. So viel Zeit muss sein. Der Zug fährt erst in einer Viertelstunde ab. Und ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der hier ein Zugvideo macht. Da ist noch jemand. So. So sieht der Zug von vorne aus. Alright, ich habe ein Zug-Selfie. Dann geht jetzt rein in den Zug. Also ganz hier vorne Ende ist noch die First Class und hier ist Wagen 7, Second Class. Okay, ich habe meinen Platz gefunden. Ja, so vierer Sitz mit fahrenden Leuten. Das ist übrigens das Logo von der Lao China Railway. Erinnert mich persönlich übrigens sehr stark an das Logo der Deutschen Bahn. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein. Und nun sind wir unterwegs. Auf geht's nach Van Vieng. Die Zugfahrt von Vientiane nach Van Vieng dauert etwa eine Stunde. Ja, der größte Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse ist definitiv die Anzahl der Sitze. Wenn in der ersten Klasse jeweils immer nur zwei Sitze zusammen sind, sind sie in der zweiten Klasse auf der einen Seite zwei Sitze, auf der Seite, wo ich jetzt neu sitze, und dann auf der anderen Seite immer drei Sitze zusammen. Aber deswegen ist es jetzt nicht weniger komfortabel. Also auch die Beinfreiheit hier ist richtig gut. Man kann auch seinen Sitz hier verstellen, wenn man das will. Unter den Sitzen. Ja, unter den Sitzen gibt es auch Steckdosen und USB-Anschluss. Also wunderbar. Lässt sich gut aushalten. In die Toiletten werfen. Hier vorne ist direkt eine. Das ist eine sehr kleine, enge Kabine. Hier ist eine Toilette zum Hinhocken. Wer Hilfe braucht, da gibt es noch so eine alte Bügel. Und ansonsten ein kleines Waschbecken. Und das war es dann auch. Weil ich dachte, wenn man sich hier hinstellen würde, zum Becken, naja. Man muss schon genau zielen, dann würde ich sagen. Also, das wäre eine kleine Schweinerei hier. Klassische Zugtoilette halt. Also, aber es gibt nur wenig Züge auf der Welt, wo die Toilette wirklich. Eine nette Sache ist. Ich habe aber irgendwo gehört, es gibt auch welche zum Hinsetzen, aber keine Ahnung, muss man wahrscheinlich dann suchen.
Phan Vieng angekommen. Wir sind auch direkt zum Exit geleitet. Ganz wichtig hier, aufs Ticket aufpassen, weil das wird jetzt beim Rausgehen nochmal kontrolliert. Und wenn man das nicht dabei hat, dann muss man nochmal ein neues Ticket lösen. Das ist nämlich auch eine interessante Beobachtung hier. Also es gibt Servicepersonal im Zug, aber die kontrollieren nicht die Tickets. Die sind mehr dafür da, irgendwie um Ordnung zu sorgen, Gepäck sortieren und ja, den Müll zu entsorgen und so weiter und so fort. Und Ticketcheck findet halt statt, wenn man in den Zug reingeht. Oder wenn man dann nachher den Bahnhof wieder verlässt. So. Meinetwegen. Sabadi. Dai. Tok Tok. Dai. Magic Monkey. Okay. Sao Pankip. Dai. Dai. Sabadi. Sabadi. Ja, easy. Das ist direkt mit dem Tuk-Tuk-Fahrer. Sein Töchter, wie es aussieht. Die freuen sich, dass Leute kommen. Auch nicht viele Leute steigen hier aus in Van Vieng. Top Trail. Alright, wieder jetzt im Tuk-Tuk zum Hostel und ich habe da auch schon eine Empfehlung bekommen und da fahre ich jetzt hin. Tuk-Tuk-Fahrt kostet vom Bahnhof ins Zentrum von Van Vieng 20.000 Kip und ja, das war dann jetzt die Fahrt von Ventien nach Van Vieng mit der neuen China Lao Railway und das war es dann jetzt auch erstmal. Ihr wisst genau, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne den Kanal auch abonnieren und einen Kommentar.